Ich wollte einfach nur mal guten Morgen sagen, auch wenn es schon guten Mittag ist. Und hier hängt die Fahne schon draußen. Wir haben gestern ganz viel schon dekoriert, aber das zeige ich euch gleich unten noch einmal. So, ich melde mich endlich mal wieder bei euch. Es ist mittlerweile schon mittags, also heute Morgen war eigentlich nur die ganze Zeit, die letzten Sachen zu organisieren und so weiter. Also es war wirklich in Anführungszeichen uninteressant für euch. Ich bin geduscht, habe meine Haare gewaschen, musste aber gleich mal föhnen. Jetzt sind nach und nach alle beim Friseur gewesen. Ich glaube, jetzt sind auch alle wieder da. Nur meine älteste Cousine ist noch beim Friseur, logischerweise, die Braut. Und ich zeige euch jetzt mal kurz die Deko. Ist ja komplett nass. Was hast du gemacht? Geduscht oder was? Ich habe Tanztraining gemacht. So, ich zeige es euch mal, wie es aussieht. Von vorne nach hinten. Dass man alles drauf hat. Oh Gott, es ist warm. Ich glaube es ja gar nicht. Also wir haben hier, also ich habe es ja jetzt schon tausendmal, glaube ich, erzählt, gell? Lila und Flieder ist das Motto. Also hier ist einmal der Bogen in weiß und wir haben überall dann hier solche Schleifen dran gemacht. Hier so Pompons haben wir gestern gemacht. Die habe ich euch ja schon gezeigt. Da sind sie. Und dann hier nochmal Schleifen. Also jetzt nicht allzu viel. Und das Tor wird ja dann zugemacht und da wird ja dann hier verhandelt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich noch vom letzten Jahr. Haben wir auch noch so ein bisschen Tüll drum gemacht. Ha? Ein Besen, um das richtig zu machen, die Flagge. So. Wir brauchen einen Besen für die Flagge. So sieht es jetzt hier aus. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Hier sind so zwei Stehtische. Das ist jetzt auch außergewöhnlich. Das haben wir sonst vorher nicht gehabt. Sieht aber schön aus. Dann hier wieder, das haben wir gestern sogar alles gemacht, weil das Schwarz uns nicht gefallen hat, haben wir hier Bänder drum gewickelt. Hier sind ein paar Pompons. Hier unten noch diese Pompons. Genau. So. Richtig schön. Ah, ich habe wieder hier ein paar Stehtische, da hinten Tische. Sodele. Hier ist dann der Brautisch, beziehungsweise mit den ganzen Trauzeugen und Co. Das wird noch ein bisschen gemacht. Genau, aber im Prinzip sieht es sonst aus wie letztes Jahr. Meine Beauties alle waren so schön gemacht mit den Haaren und toll. So, was ist euer Problem? Wir brauchen deine Hilfe. Ich finde das voll schön. Ich habe übrigens den Ponypuffen jetzt drin. Ich habe ja die Hälfte meiner Haare hochgesteckt und die Hälfte runter. Ich habe den Ponypuffen da drin und ich finde das richtig genial. Also ich kriege meine Haare sonst, wenn ich die so oben zumache, dann hängen die so schlapp runter. Das ist richtig genial. Also steht richtig hoch. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich dann alles gelockt habe. Ich werde berichten, wie das Ganze auch hält. Mittlerweile nahezu beim Schluss angekommen. Hier noch der letzte Rest. Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Es ist nämlich so unglaublich heiß. Und wenn man dann damit irgendwie Lockenstab, Föhn, Glätteisen rummacht, dann ist es einfach nur gemein, in Anführungszeichen. Tja, 500 Jahre später und zwei Verbrennungen später. Eine hier, eine am Arm. Das tut so weh. Das werde ich später noch ausbürsten, aber jetzt sind wenigstens die Locken schon mal fertig. Hier sind die ganzen hübschen Mädels offen in der Luft. Die hübsche Braut ist geguckt. Oh. Sehr schön. Ich mag das auf dem Kopf. Zeig du das mal, Maike. Mach mal einmal rundherum. Claude, Ibona hab ich schon gezeigt. Oh, schön. Ihr seid so hübsch, ihr Hübschen. Aber hauptsache mit diesen Klamotten. Ist doch egal, ja. Ist ja klar, dass man ganz zum Habt ihr gesehen, ganz zum Schluss die Kleider anzieht. Sehr, sehr schön. Danke. Sehr schön. Das ist schön gemacht. Bitteschön. So, weiter geht's. So, Brautvorbereitung. Hier ist das Brautkleid. Und man versucht, diese ganzen Leisten hier hinten, die ganzen Knöpfe zuzumachen. Noch mehr? Eieieiei. Ja, ich glaube nicht. Habt ihr eins miteinander vertauscht oder was? Nein. Wieso ist das? Reißverschluss wollen wir nochmal ein bisschen. Okay. Ja, so sieht das Kleid auf jeden Fall aus. Ein Meerjungfrauenkleid. Meerjungfrau! Hübsch. So, endlich fertig. Völlig fertig mit der Welt, aber fertig. So, sieht das jetzt aus. Meine Frisur. Ich habe mir diese Ohrringe auf dem Markt hier gekauft. Oberteil, Kleid kennt ihr ja schon und die Tasche habe ich euch im Hall auch jetzt im letzten gezeigt. Ich zeige es euch nochmal so. Genau. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe mir ganz, ganz, ganz leichtes Make-up nur gemacht. Also gar kein Make-up, sondern nur Puder und ein bisschen Lidschatten, Augenbrauen ein bisschen nachgezogen. Also wirklich nichts Besonderes. Auch ein bisschen Blush habe ich noch gemacht, aber das war's. Ich bin aber ganz froh, weil es ist arschheiß und alle schwitzen sich mittlerweile schon den Arsch ab. Deswegen haben wir auch alle diese tollen Fächer hier. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt auch endlich mal runter, nahezu als Letzte. Ja, wenn man sich um alle möglichen kümmert. Baby und Co. So, jetzt geht's
Endlich runter. Oh, Klimaanlage. Unglaublich. Hübsche Braut. Und dein Blumenstrauß ist auch so toll. Perfekt. Da kommen sie jetzt. Jetzt müssen sie erstmal eine Menge zahlen, um in das Tor reingelassen zu werden. Ah, wie schön. Das ist das Hochzeitsauto. Sehr schön. So, jetzt als nächstes kommen hier die Verhandlungen. Jetzt wird nochmal gezahlt. Und wenn da genug Geld gegeben wurde, dann dürfen sie rein und dann dürfen sie diesen Anblick hier erwarten. Jetzt haben sie geklopft. Die Kamera ist vor, die darf rein. Jetzt singen die, dass sie hier bitte die Tür aufmachen sollen. Okay, wenn sie gezahlt haben, dürfen sie dann rein. Okay. Und die Mama muss ein. Behind the scenes. Gerade geht der Brautschuh nämlich draußen rum. Und wenn der wieder zurückkommt, dann kommt hoffentlich endlich der Bräutigam rein. Okay, irgendwie ist immer eine andere Tradition. Kompliziert. Ein Ort weiter hat schon eine andere Tradition. Also der Bruder bringt die Braut jetzt raus und dann sieht der Bräutigam sie als allererstes Mal. Unser Führer, der erklärt auch das.
So, die Braut muss jetzt jeden einzelnen begrüßen und dann geht's weiter. Die beiden laufen jetzt rum und stecken jedem Gast so eine Blume an. Die habe ich euch ja schon gezeigt. Kraljevstvo, tvoje bude volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. So, ich melde mich nochmal zwischen. Wir sind hier auf jeden Fall noch am Haus. Die sind alle am Essen. Und ich werde jetzt meine Frisur wieder ändern. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber also ich mag die Frisur sehr, sehr gerne. So ist es nicht. Aber erstens, es ist brutal heiß mit den offenen Haaren hier hinten. Zweitens, obwohl das hängt gar nicht so sehr am Kleid, also hätte ich schlimmer mir vorgestellt. Aber dadurch, dass ich so ein offenes Kleid dann habe, sehe ich mit der Frisur aus wie so eine bezaubernde Genie. Das geht gar nicht. Ich mag die Frisur sehr, sehr gerne, aber ich werde mir jetzt einfach einen Pferdeschwanz machen, weil es ist einfach zu heiß draußen. Das geht gar nicht. Deswegen, das werde ich jetzt mal schnell ändern. Und dann hole ich noch die Karte, die habe ich nämlich vergessen einzupacken. Und dem Lias noch ein Spielzeug, weil der reißt an den Tischdecken kräftig rum. Deswegen, das besorge ich jetzt. Und dann gehe ich wieder raus. Aber die sind da alle am Essen. Das dauert noch eine ganze Weile, bis dann das Programm weitergeht. So, Dele. Jetzt bewegen sich alle langsam in die Autos und es geht ab zur Kirche. Ja.